Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge Resident Evil mit euch Manulu. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Ihr seid alle gesund und gefräsig. Wir haben ja hier letztes Mal noch das leere Buch, haben wir noch das rote, und einen Galerieschlüssel. Das heisst, wir gehen jetzt als erstes in die Galerie. Hi! Ah, die letzte Folge war ein bisschen gruselig, ja, mit all diesen Spinnen und Haifischen. Mal schauen, was uns so in dieser Runde alles erwartet. Ich hoffe, die letzte Folge war besser gewesen, von den Minuten her, weil sie immer noch zu lang ist. Sagt mir es einfach. Kürzer ist immer möglich. Länger ist halt ein bisschen das, oder nicht? Ah, hier haben wir noch Wespe. Lass mich das sein. Galerie. Sie brauchen den Schlüssel nicht mehr. Ablegen? Nein. Das ist auch noch etwas. Gibt es einen speziellen... Vielleicht jetzt noch einen speziellen Bonus, wenn man alle Schlüssel sammelt. Das kann ich auch sagen, es klingt hier nicht gut. Okay. Das kann ich nachher holen. Was ist das da? Da liegt etwas. Eine Leiche mit schmerzverzerrtem Gesicht. Sie hat etwas fest. Insektenspray. Ah, lass mich sein. Muss man echt denken, da draußen haben wir dann ein Loch. Muss man echt denken, durch das Loch tun. Könnte man jetzt noch fast vorstellen, das wäre eigentlich noch... Der Spock könnte jetzt sagen, das ist logisch. Lass mich doch sein, lass mich sein. Hoffentlich geht das. Ha! Sterbe ich dir so hung! Was hat sie gegen noch? Buh! Das ist die vorher waren, bleiben noch alle. Alle tot. Ja, das Munitionsding habe ich gesehen da hier. Und ich frage mich nur, wie man das kann. Ah, so. Oh, haben wir Munition? Hure geil. Oh, jetzt hat er die blöden Mistviecher da hinten endlich. Haha! Eine rote Pflanze braucht doch kein Mensch. Ah, neue Schlüssel! 3 Fan. 003. Ha! Habt ihr das schon gesehen, das Zimmer? Ah, das sieht wirklich nicht gesungen aus, hä? Lieber den Hause. Da, 003. Brauchen wir es jetzt gleich? Was haben wir sonst noch für die Türen? Okay. Verriegelungsmechanismus für die Tür. Verwenden. Haha. Okay. Das habe ich ja aufgeschrieben. Und zwar sollte ich theoretisch... Okay, das hat die 6. Und rot ist noch 3. Hahaha! Immer alles aufschreiben. Was tut das so? Nichts. Okay. Ich glaube, wir brauchen dort zuerst ein bisschen Platz. Okay. Dann gehen wir gleich zuerst in die Tür 003 schauen. Du. Ich bin auch laut, sag ich, Kreisesäckel. Ah, werde auf beide Seiten müssen, Kreisesäckel. Da hast du den Schlüssel verwendet. Hä, soll nicht auf die Seite tun. Das wäre ganz eine fiese Steam-Medaille. He? Hinkebom. Wow, wieder der Schatten. Okay, ein altmodisches Bett. Ja, das ist gut. Ist da ein Speicherteil? Tatsächlich. Aber das macht. Nein! Das machen wir jetzt noch nicht. Jetzt haben wir erst gespeichert.
Da ist nichts. Steht voll roter Bücher, ein weißes Buch steht dazwischen. Mitnehmen? Je, könnte noch sein. Laborexperiment in organischer Chemie. Scheiß erwachsene Pflanze mit dem Tyrannenvirus infiziert wurde. Sie ist bereits an der anderen Stelle dokumentiert. Mit der Wiederholung von diesen Experimenten ergibt sich ein interessantes neuer Aspekt. Aha, wir konnten belegen, dass eine Chemikalie der UMB-Gruppe UMB Nummer 20 einen Stoff enthält, der für die Zellen der Pflanzen giftig ist. Schöner Wort. Wir haben UMB Nummer 20 einen neuen Namen gegeben, Vjolt. Vjolt, kann man sich noch merken. Unsere Berechnung zufolge sollte die Anwendung von Vjolt direkt auf die Wurzel der Pflanzen in 5 Sekunden zu deren völligen Abstand führen. Vjolt lässt sich durch die Mischung der Chemikalien VP und UMB in einem bestimmten Verhältnis herstellen. Der Umgang mit den UMB-Chemikalien erfordert jedoch besondere Vorsichtsmaßnahmen. Bei unsachgemäßen Vorgehen kann Giftgas freigesetzt werden. Die Merkmale der einzelnen Chemikalien sind wie folgt. Ich habe nämlich einen guten Tipp bekommen, bevor ich das nämlich alles aufschreibe, mache ich heute eine Foto. Wow. Es geht nämlich ein bisschen schneller. Das Problem ist jetzt, ich muss es nur die suchen wieder. Da ist es. Okay. Beenden. Hi. Jetzt habe ich doch ein rotes Buch dabei. Kann man das hier verwenden? Okay. Die Einbände der Bücher scheinen eine Art Muster zu bilden. Zwei Bücher vertauschen. Okay. Okay. Ist echt das das Oberste? So. Nein. So. Die fällt doch ein bisschen nach oben. Nein, this one und this one. Nein. Also das. Nachher. Ah, das war jetzt doof. Ja. So. Wieso? Das ist das Zungerst. Nein, das kommt zoberst. Scheiße! Das ist wirklich so. Das sieht noch fast so aus, hä? Das ist einfach alles heiß nicht sein. Und jetzt das Letzte. Okay, da geht auf eine Tür. Ich muss gleich kurz speichern. Ich bin so ein Memme, Mann. Das ist manchmal so unglaublich. Ja, wenn wir so Farbbänger gefunden, brauchen wir doch heute, oder? So, wir haben zuerst knapp 8 Minuten gespielt. Aber da wir nicht wissen, wo das daher geht. Vielleicht sollte ich zuerst die Chemikalien holen. Ja. Was? Die Tür lässt sich nicht öffnen. Ist aber nicht gut. Ist nicht gut. Jetzt bin ich vergiftet. Sicher. Müsst ihr schauen. Warnung. Wow, das ist hart, das Mistding. Okay, wie viel Platz habe ich? 4. Okay. Na, ah, noch nicht zu die Türen sauen. Ja, meine. meine gewungen Nase manchmal. Hei. Okay, jetzt müssen wir da zuerst mal die leeren Flaschen mitnehmen. Eine. Da ist noch eine. 2. Da ist noch eine. Acid Nitritsch. Und da ist noch eine.
Dann jetzt müssen wir alles ein bisschen. Also warte, jetzt sind natürlich nur die Merkmale. Jetzt sind natürlich nur die Merkmale aufgeschrieben, aber nicht die. Warte jetzt. Mischung der Chemikalien VP und UMB. Aha. Okay. Gelb 6. Füllen wir mal. Sehen wir den Wasser? Nein. Sehen wir da noch rot? Okay. Jetzt müssen die Farben blinken, Leute hier noch Zeug zusammenmischen. Das sieht noch voll gut. Tun wir mal. Versuchen kombinieren. Ja, das kann man schon vorstellen. Jetzt ist gerade alles weg. Okay. Was ist denn, wenn ich jetzt das mit Wasser fülle? Okay, das hat NP04 gegeben. Was? Als ob das irgendwo würde ich stehen. NP04. Okay, was ist denn, wenn ich gelb? Ah, jetzt muss ich das gelb auf 11 noch da rein. Jetzt habe ich UMB10. Okay. Okay. Mal wieder raus weg. Okay, probieren wir es noch einmal. Gelb. Sie müssen alles mit Wasser mischen. Gelb. Mit Wasser. Es gibt UMB7. Okay. Na rot. Und Wasser. Ja, das haben wir schon gehabt. Es gibt NP004. Okay. Ich versuche es jetzt einfach noch einmal. 6 und 4 ist sicher so gemeint. Okay, UMB10, UMB7. VP17. Okay. Und das wäre es. Okay, jetzt einfach noch einmal rot drin. So. Ich komme auf 20. Falschalt! Ha! Hey, wir verstallt. Oder verstallt. Okay. Jetzt haben wir
die Mixturen. Ich glaube, ich gehe jetzt sogar kurz Grande speichern. Ich würde so viel Zeug da nicht gar nicht brauchen. Und dann lassen wir uns mit der Grande Pflanze ein. Würde ich sagen. Etwas fressen sollte ich auch nicht, immer noch auf Warnung. Einmal verwutscht hat sie mich, wow. Ja, die Pflanzen nehmen jetzt noch, wir sind zwar 20 Minuten durch. Aber die können wir jetzt noch mitnehmen, es ist nicht viel Action passiert in dieser Folge. So, überspeichern. Ja. Aber etwas essen darf ich nicht vergessen. Dass es die nicht automatisch ableitet und man die nicht mehr braucht, möchte ich später noch einmal. So, das noch weg. Dann nehmen wir noch. Eigentlich ein grünes. Jetzt bin ich auf Warnung. Es hat Länge. Jetzt bin ich immer noch auf Warnung. Nein, gesund. So. Wir haben gespeichert, wir haben die Schuld dabei. Jetzt gehen wir dieser Pflanze mal auf das Käppi geben. Jetzt können wir nämlich auch gleich die grosse Tür. Ich frage mich, wieso hat man die Tür. Ist die vorher zu gewesen? Ja, es wäre ja noch unlogisch, das Rätsel mit den roten Büchern der zu machen. Ich glaube, die ist zu. Normalerweise. Aber jetzt haben wir die ja auf da. Nein, jetzt bin ich noch im richtigen. Das ist der einzige im falschen Ort her. Pflanze, ich komme! Das ist noch rot. Lassen wir sein. Hoffentlich hätte ich sie nicht in das Spreizeug müssen. Gut, jetzt kann ich einfach. Nein! Jetzt ist es einfach. Oh, hallo! Hallo! Ich bin falsch hier! Oh, es hat ja geheissen. Wir müssen es an die Wurzeln. Und die Wurzeln ist im Keller. Dann müssen wir noch eine Sache haben. In diesem Fall. Wo war es nämlich hier? Im 002. Nachher dort stecken ab. Dort, wo wir die Haifische getötet haben. Ich glaube, das ist hier nicht. Ja, tatsächlich. Ja, dann geht es auch gleich auch erst in der nächsten Folge zu der Pflanzen-Action. Ah, wieder die Lost-Musik, hä? Hat es wirklich von euch niemand losgeschaut, dass es niemand kommentiert hat? Auch müsst ihr schauen, das ist eine geile Serie. Also ich hoffe jetzt einmal bei hier richtig, weil wir haben ja noch in der letzten Folge haben ja noch gesagt, das ist ein sinnloser Raum hier. Das gibt es doch so selten. Oder eher nie. Wirklich ein sinnloser Raum. Und ich glaube, jetzt müssen wir dort das für die Schuld brauchen. Schalt. Ich glaube, es ist noch das Wort des Tages. Schalt. Was jetzt? Ich muss rauf, hä? So hier. Ja. Ist alles wie reit, hä? Ja, sie das Wasser haben abgelassen. Oder respektive ich. Du kannst eben den anderen Weg nicht mehr. Jetzt musst du hier durchkehren. So. Nämlich sollte das eigentlich hier sein.
wo man das für die Schalt kann brauchen. Oh, es ist wieder geklopft. Für die Schalt? Verwenden. Haha! Steht da, Mistviech! Ja, jetzt ist es nicht mehr so eine Länge. Geht immer noch nichts ein. Ja gut. Jetzt können wir uns wenigstens noch mit dem oberen grossen Teil einlassen. Tup, 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 tup. Vielleicht laufen sie ja noch etwas über den Weg unterwegs. Aber ich glaube sehr weniger. Ich habe nie gelernt, die Stege nachher rutschen. So. Hey, hey, hey. Ich weiß nicht, wie lange das der Kampf geht mit der Pflanze da oben. Es könnte sein, dass sich das lang zieht und die Folge nachher wieder irgendwie 40 Minuten wird. Aber ich glaube, wir müssen doch wirklich die Pflanze für das nächste Mal auf die Seite. Da haben wir gerade eine schöne Action zum Start. Ja, du hast geschaut, ich weiss. Ich auch. Ja. Klar, sonst wäre ich nicht vorher. Dum, dum. Zum Glück ist da niemand mehr gekommen. Aber ich weiss noch einen Raum, wo wir noch gar nicht waren. Den nehmen wir jetzt noch heute. Es gibt nämlich noch einen Raum. Den habe ich nämlich vergessen. Also ich nehme es an. Bis jetzt jedes Zimmer hat ein WC gehabt. Ja. Noch fast deicht. Voller Schmutzwasser, Stöpsel sein? Nein. Da ist etwas in der Badewanne. Er ist noch fast deicht. Ah doch. Ja, die sind sehr langsam ausgegangen. Ah, okay. Schön, dass du das merkst. Kacke muss ich auch nicht, okay. Oh, nur ein Tauch. Ja, immerhin. Besser als nichts. Zombies sind so keine Meldung über den Weg gelaufen. Passt. So. Gut, passiert auch nicht mehr, bis ich mein Speicherplatz bin. Darum machen wir uns ein kleines Folgenpäuschen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir doch einen Daumen hoch da und schaut euch beim nächsten Mal auch wieder ein. Und beim nächsten Mal gehen wir dann eine riesen Killerpflanze gar ausmachen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Tschüss zusammen, schönes Tag noch. Hi, Anulu.